Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Say Our Billions. Ja, wir bereiten uns hier auf die letzte Welle vor. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie das hier laufen wird. Alle anderen Ziele sind ja soweit erreicht. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir halt nicht von dem Schwarm zerfetzt werden. Denn wer will das schon? Ich nicht. Ihr vielleicht? Ich hoffe, es kommen noch so ein paar Mini-Wellen. Und ich hier noch ein paar Rookies ein bisschen hochtrainieren kann. Gut, dieser Turm hier, der wird auch ziemlich schnell fallen. Können wir das irgendwie absichern? Ich glaube nicht. Entkommen werden die sowieso nicht. Sollte ich die Leute vielleicht hier irgendwie verteilen oder so? Die ganzen Lücken. Ja gut, wenn die letzte Welle kommt, dann müssen wir eh laufen. Weißt du was? Und wer sagt, dass das hier nicht die reichste Kolonie aller Zeiten werden muss? Was willst du da tun, ne? Blöd gucken. Wenn wir noch Häuser bauen können. Muss ja auch nicht sein, ne? Sobald wir das Holz wieder drin haben, könnte man hier vielleicht noch irgendwie einen Markt bauen. Muss man zwar nicht, aber ich mach's trotzdem. Können wir noch irgendwo Sägemühlen gebrauchen? 10, 11, 10. Guck mal, uns gehen langsam die Häuser aus. Ach ja, ich habe doch gerade wieder neu nachgebaut, von daher. Nahrung sollte soweit auch reichen. Strom. Dass der sich auch mal wieder zu Wort meldet, der Herr Strom. Mir habe ich ja schon ewig nichts mehr gehört. Das dürfte jetzt stromtechnisch auch ein bisschen ausreichend sein. Aber guck mal, direkt wohnen die hier. Dann haben die es halt wenigstens nicht weit zur Arbeit. Sparen wir jetzt hier doppelt Nahrung? 6? Nee, ich glaube nicht. Wäre zu schon, um wahr zu sein, ne? Wenn man hier doppelt gemoppelt abgreifen könnte. Ich glaube, vor dem letzten Tag kommen keine Mini-Wellen mehr. Wisst ihr was? Ziehen wir uns schon mal langsam zurück. Ja, den ganzen Weg zurück. Guck mal, so schnell kommen wir da nicht weg. Da müssen wir halt hoffen, dass die ganzen Ballisten hier einen guten Job machen, weißt du was? Leute, ihr könnt auch alle hier weiter. Genau, ihr seid hier diese Verteidigungslinie. Die werden auf jeden Fall so weit kommen. Ihr könnt euch mal dazwischen stellen. Verdammt, seid ihr gut gequetscht. So, weißt du was? Ihr könnt auch mal hier stehen bleiben. Zumindest werden die jetzt nicht sofort geopfert. Und wir produzieren hier ohne Ende nach. Kann ich vielleicht noch eine weitere Kaserne bauen? Kaserne, habe ich gesagt. Könnte ich ja rein theoretisch. Aber bringt es das jetzt noch was? Was jetzt was bringen würde wie ein Sniper? Nee, ihr bleibt da stehen. So, guck mal, da kommen sie. Da bin ich ja mal gespannt. Guck mal einer an. Die haben es direkt hierhin abgesehen. Kann ich da vielleicht noch irgendwo Mauern dazwischen quetschen? So, wo ich noch Mauern reinquetschen kann, machen wir es einfach mal.
Die müssen ja keinen leichten Weg haben, ne? So, Moment, hier vielleicht noch? Ja, kein Holz mehr. Ist ja doof. So, Ballisten, feuert, was ihr könnt. Ja, die erste Welle wird relativ easy durchbrechen. Ja, da haben wir schon mal eine Beförderung. Guck mal, wie es hier splashen ist. Unser Sniper ist gleich erledigt. Wow, die fressen sich dadurch wie durch Schweizer Käse. Ist ja abartig. Mhm, das sind die ersten Ballisten, die gleich fallen. Oh. Framerate? Ist alles okay? Warteschleife voll. Vielleicht doch eine weitere Kaserne. Wenn man schon das Ende sehen könnte, das wäre toll. Dann wüssten wir wenigstens, jo, noch 500.000 Tote. Wow, das ruckelt ja ganz schön. Aber die Framerate ist stabil. Wenn das jetzt nicht hinhaut, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wir haben immer noch 213 Soldaten zur Verfügung. Immer noch kein Ende in Sicht. Oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja, ein bisschen ruckeln tut schon. Schießen die ersten schon? Wir ballerten da. Ach, da vorne wird geballert. Oh nein, das wird niemals standhalten. Wow. Also wenn das jetzt hier auch scheitert, dann habe ich wirklich bald keine Lust mehr auf das Spiel. Oh, die sind jetzt hier durchgebrochen. Damn it. Na gut, dann macht er mal richtig Platsche, aber es reicht nicht. Guck mal, da ist das Ende. Aber es sind so viele. Was hätten wir noch machen können? Türmchen alles, so eine Reihe aus Türmen, also wo wir Schützen reinsetzen. Ich weiß ja nicht. So ein Besitztower wäre nicht schlecht. Hui. Gut, wir haben immer noch über 200 Soldaten. Wo sind denn die Mädels? Ach, da ist eine. Na gut, noch ist diese Mauer hier stabil. Und die Türme machen ja AOE-Damage, also schieß doch mal in die Meute. Schieß mal auf den Dicken. Oh oh. Komm, den Dicken da weg. Kommt näher ran da, Leute. Na gut, da kann ich nichts mehr zubauen. Da ist der Zug abgefahren. Können wir noch irgendwas machen, um unsere Sicherheit hier zu gewährleisten? Ich glaube nicht mehr viel, ne? Könnt ihr die Klopsis platt machen? Klömmchen, Klopsis. Oh oh. Guck mal, die sind hier drüben. Und das war gleich die letzte Welle.
meine, die letzte Verteidigungslinie. Los, Feuer, Leute, Feuer! Wobei, wir haben da keine Sicht mehr. Wissen wir, dass das hier die letzten sind? Ich glaube, das werden mehr. Moment. Na gut, das haben wir ja schon überprüft. Na gut, dieser Turm kommt ja ein bisschen spät. Also ohne Atombomben ist das hier nicht machbar. Das ist schon irgendwie frustrierend. Leute, hierhin sammeln. Wobei, es wären doch weniger. Oder? Komm, reparieren wir hier mal. Schaffen wir es wirklich? Das wäre ja krass, wenn das jetzt geschafft wäre. Haben wir es geschafft? Guck mal, jetzt gehen hier wieder die Ballisten hoch. Unglaublich. Wir haben es geschafft. Wie ist das denn passiert? Ja gut, wir haben ja nur fast 140, 150 Leute verloren. Ich nehm's. Worum kümmern wir uns denn jetzt als nächstes? Gibt's neue Quests? Wo geht's denn als nächstes hin? Die Tiefenebenen. Verlassene Wald. Der Gefrorene sieht, da kommen erst nur mal die hier ausgeschaltet haben. Aber das wird ja nichts. Wobei, wir haben 210 neue Punkte. Gut, wir gehen weiter auf Sniper. Die möchte ich jetzt doch mal unbedingt haben. 90 Forschungspunkte. Können wir die anderweitig verwenden? Ich glaube nicht. Stufe 2. 180 Forschungspunkte. 1270 Tage. Komm, machen wir. Hätte ich mir vielleicht die Missionsbeschreibung durchlesen können, aber hey. Who cares? Wo sind wir denn hier? Na komm. Wir können es ja trotzdem noch vorher durchlesen. Die grüne Wiesen. Die grünen Wiesen beherbergen mehrere kleine Seen und sollten ein idealer Ort für eine Kolonie mit vielen Kolonisten sein. Es gibt nicht viele Bauflächen, daher nutze die vorhandenen Flächen für die Erweiterung der Kolonie. Zudem ist die Region reich an Mineralien und Eisen. Obwohl die Region viel Nahrung zu bieten hat, benötigst du eine große Armee, um die umherziehenden Schwärme der Infizierten zu vernichten. Alles klar. Ja gut, da stehen schon ordentlich viele. Ja gut. Da kriegen wir schon irgendwie hin. Weg von der Schiene? Nee, komm. Hauptgebäude steht auch an der Schiene. Ich weiß ja nicht. So, du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst hier hin und du gehst da mal mit. Huiuiuiuiui. Ja, es gibt wirklich nicht viel Baufläche. Na, das kriegt ihr hin, Leute, oder? Vielleicht sollten wir mal direkt Richtung Eisen marschieren. Zelte, vielleicht noch eine Erweiterung. Moment, was kann ich mir endlich? Nee, ein Sägewehr kann ich mir eh nicht leisten. Von daher kein Problem. Vielleicht könnte ich direkt mal ein paar Fischerhütten bauen. Lass dich mal. Oh, Mädchen. Geh doch mal bitte hier hin. Ihr schon wieder. Ihr seid immer in Trouble.
Oh, oh. Sniper? Vielleicht sollten wir hier nicht so laut ballern in der Nähe. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall genau eine Sägemühle leisten können. 12. Vielleicht bekommen wir dann hier noch eine unter. Nur wenn ich die 8 hier nehme. Oder die 5. Ich nehme hier erstmal die 12. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch eine Fischhütte irgendwo hinsetzen können. Na komm, fangen wir mit den 21 an. Vielleicht hätten wir mit den 24 anfangen können. Nee, hätten wir nicht. Ist auch schon mal ganz töfte. Ja, das mit dem Veteran werden wird hier ziemlich easy. Hm, geh nochmal weiter rüber. Ja gut, hier wird nicht so viel Lärm gemacht, von daher habt ihr hier nicht so viel zu tun. Aber echt, jetzt bei der letzten Welle dachte ich jetzt, hält das schon wieder nicht aus. Nur weil ich mich höchstwahrscheinlich beim Forschungsbaum ein bisschen verskillt habe. Mhm. Das passiert allen Anschein nach schneller als man denkt. Und wirklich viel Baufläche scheint es hier auch nicht zu geben. Und die Karte ist winzig, wenn man sich so anguckt. Ist wirklich sehr winzig. Mhm. Ja, der Sniper hat Spaß. Ist doch schön. So, was wollte ich noch machen? Noch eine Sägemühle, ja gut. Holen wir uns hier noch die 8. Und dann vielleicht noch ein paar Zelte. Weil Zelte sind ja wichtig. Ja, Nahrung. Guck mal, hier noch die 19. Jetzt können wir wegen der Schienennähe nicht mehr holen. Aber passt schon. Immerhin können wir uns hier noch 17 holen. 17 Nahrung, hey. Wer würde denn da Nein sagen? Was für ein Snob. So, ich hoffe, ihr drei habt es hier wirklich alles im Griff. Na gut, ihr habt hier zum Glück keinerlei Runner, um die ihr euch kümmern müsst. Das alte gute Holzproblem. Das ändert nichts an der Sache, dass wir noch mehr Häuser bauen müssen. Aber zumindest haben wir reichlich Zeit. Bei dieser Mission. So. Ach ja, jetzt fehlt es mir an Energie. Nett. Wenn es an der einen Sache nicht fehlt, dann fehlt es halt eben an der anderen. Aber zumindest haben wir jetzt ordentlich Holz im Lager. Könnt ihr beiden das da mal platt machen, ein bisschen erweitern. Guck mal, hier ist auch eine schöne kleine Insel. Was nützen mir diese ganzen Ressourcenspots, wenn ich die einfach nicht nutzen kann? 13, 16, komm. Die gehen da raus, denken, ja, hier ist nichts. Dann sehen sie einen Meter weiter einen Zombie und... Ah! Naja. Die lernen es auch noch irgendwann. Ja, guck mal, endlich ein Steinbruch. 4, 3, 3. Nehmen wir die 4 hier mit. Komm,
das Eisen dich dann auch mal direkt. Desto früher wir hier mit dem Forschen anfangen können, umso besser. Hätte ich jetzt eiskalt behauptet. So. Nicht wirklich, oder? Oh, jetzt kommen hier die ersten Runner angerannt. Weißt du was? Du, mein Freund, gehst mal hier hin. Hallo? Den Schlörfer schaffst du ja auch so, oder? Moment, wo rennt mein Soldat lang? Ach, hier. Gut. Hü. Guck mal, wer hier hin will. Ist ja phänomenal. So, meine Schnuffels, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt leider von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschö.